auch heute lege ich für dich die Karten und ich bringe dir die Secret Key Cards mit. Und zwar, ich habe jetzt heute nur mal ein Päckchen dabei. Und statt, ja, sagen wir mal, das rote Herz, nehme ich dieses Herz heute. Ja, was hält ihr davon? Ja? So, wir schauen jetzt einfach so auf deinen Herzensmann. Ja, also lass uns mal einfach schauen und konzentriere dich jetzt mal in erster Linie auf dich. Du bist ja hier sehr, sehr wichtig. Also du bist hier sehr, sehr wichtig. Du konzentrierst dich auf dich und jetzt bitte auf deinen Herzensmann. Ja, also es ist wichtig, dass du dich auf dem auch konzentrierst. Wie gesagt, konzentriere dich. Was sollst du auch hier wirklich wissen? Was sollst du hier auch wirklich wissen? Was sollst du wissen? Jetzt sind aber jetzt viele Karten schon gefallen, ja? Oh, da kommt die Umarmung. Also das ist dann, was euch also beide auch hier erstmal bewegt. Also ihr wollt euch beide umarmen, in den Arm nehmen und so weiter und so fort. So nehme ich das jetzt hier wirklich wahr. Und ja, also lass uns schauen. So, jetzt zählen wir die Karten aus. Ein ganzes Päckchen ist hier rausgekommen. So, ja. So, zwei Karten sind für dich. Zwei sind für Mr. Right. Zwei für dich, zwei für ihn. Oh, ich muss auch mal die Steine wiederholen. Also, zwei für dich, zwei für ihn. Zwei für dich. Zwei für ihn, zwei für dich, zwei für ihn. So, zwei für dich, zwei für ihn. Wie viel habe ich denn gemischt? So, zwei für dich, zwei für ihn. Zwei für dich, zwei für ihn. Puh, zwei für dich, zwei für ihn. Zwei für dich, zwei für ihn. Zwei für dich und zwei für ihn. Ja, dann haben wir das doch, ja? Oh, 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 oh. So. Also, diese ganze Seelenpartner-Geschichte ist also unglaublich wirklich zäh, diese Geschichte. Ist richtig zäh, ne? Ich nehme das jetzt so richtig als zäh wahr. Also es ist wichtig, dass ihr daran arbeitet. Also es ist jetzt nicht so einfach dahergesagt, dass ihr nicht so stagniert. So. Oh, ich sehe bei dir auch noch Liebeskummer. Mann, ey. Noch sehe ich noch Liebeskummer. Hast du noch Liebeskummer? Also wenn du für Liebeskummer eine Hypnose willst, mache ich dir. Kein Problem, melde dich. Oder wenn du Vergangenheit loslassen willst oder sowas, ist alles machbar. Mit der Kraft deines Unterbewusstseins, wenn du sagst, ich kann das nicht mehr, ich will das nicht mehr, ja, das zehrt mir einfach zu viel Kraft, ne? Dann machen wir das, ja. Aha, so. So, ich habe hier nur drei Karten, dann packe ich das hier intuitiv rein. Das hat damit nichts zu tun. So, okay. So, okay. So. Meine Herzchen formen, das ist richtig viel Arbeit hier. Glaubt mir, das ist hier richtig, richtig viel Arbeit. Oh, Hilfe. Also richtig viel Arbeit, so den... Was jetzt passiert? So, jetzt. Nee. Was ist das? Jetzt, ja. Ich übersetze euch das, ja. Also im Grunde mit ein bisschen Fantasie könnt ihr euch hier eine Herzform vorstellen.
eine Herzlegung, ja? Eine Herzensangelegenheit. Und das ist hier, die rechte Seite ist dein Mr. Right, ja? So, wir beginnen jetzt. So, in etwa, mit ein bisschen Fantasie. So, und jetzt schauen wir noch. Oh, das wird aber eine lange Legung. Ich wollte mehr, weniger machen. Muss ich jetzt mehr, ey. So. So, hier ist Ende, ja? Hier machen wir das hier dazwischen, okay? So, ich hoffe, du siehst das. Siehst du gar nicht. Na? Sogar der Handy. Nein, du sollst jetzt ganz ruhig sein, ja? So, wundervoll. So, wir beginnen jetzt natürlich mit der Legung. Also es geht um die Umarmung, danach sehnt ihr euch. Also du hast es erkannt, dass du Lernaufgaben hast, dass du Konflikte hast, dass du hier mit deinem seelischen Wachstum auch weitergehen willst, dass du hier in der Reife gehen willst und es geht auch um Past-Life-Beziehung, dass da auch noch ein Lebensabschnitt Gefährte hier dein Herzensmann für dich ist. Und wenn du deinen Seelenplan oder dein seelische Aufgabe oder dein dass du das erkennen willst, was für dich wichtig ist, also seelisch auch für deine Entwicklung, warum du auch hier bist, was ist so deine Aufgabe, dann halte mal im Hinterkopf, wir haben einen Online-Seminar, was am 3. Mai beginnt, immer dienstags, 4 Wochen lang mit einer Kollegin zusammen. Also da erfährst du einiges, das ist ein Online-Seminar, kannst du auch natürlich daran teilnehmen via Zoom und wir freuen uns auf dich. Es geht um die Gedanken zu ordnen, es geht auch um die Ruhe und Angstlösung, ja, dass du auch hier die Ängste löst und es geht auch darum, was jetzt mit deinem Herzensmenschen zu tun hat, dass du deine Ängste löst und dass du in diese Erfolgswelle hineingehst, dass du umso mehr du positiv manifestierst, umso mehr zeigt sich hier der Neuanfang. So kann das auch dann natürlich auch neu, komplett neu entstehen bei euch, ne? Und du musst allerdings nur so dein Skepsis loslassen. Du musst jetzt nicht alles so wirklich in Frage stellen. Manche Dinge verstehen wir nicht, das müssen wir auch nicht. Im Nachhinein zeigt sich das. Auf jeden Fall geht es darum, dass du aus dieser dunklen Energie rausgehst, aus dieser schwarzen Energie und auch die Dinge einfach anders betrachtest und auch wirklich in der Erwägung ziehst, ob du auch bereit wärst, hier wirklich etwas zu verändern, vielleicht auch umzuziehen, dass du jetzt für deinen Seelenpartner näher bist oder ihm entgegenkommst. Und da ist auch wirklich wichtig, dass dein Herz heilt oder heile ist, weil ihr sitzt wirklich im gleichen Boot. Und also dieses Kummer, wenn du das fühlst, umso mehr ziehst du das im Leben. Konzentriere dich auf das, was du gut kannst, was du bist, also auf dieses Positive, auf deinen eigenen Selbstwert, dass du eine tüchtige und geschickte, fleißige Frau bist und dass du auch diese Blockaden auch wirklich löst. Denn wenn du das nicht machst, dann platzt hier wirklich eine Bombe. Also ist im wörtlichen Sinne, sage ich das, wenn du nicht an deinen Themen arbeitest und er immer wieder diese Themen bei dir anträgert. Irgendwann platzt dir der Kragen, irgendwann verlierst du die Geduld, irgendwann bist du sauer. Darum buche dir eine Beratung und wir schauen genau an, was da auch für dich am besten ist, wie du aus dieser Situation rauskommen kannst. Denn ich habe das Gefühl, du schwimmst gegen den Strom. Und wenn man gegen den Strom schwimmt, dann ist das auch der Element Wasser. Das fühlt sich so anstrengend an. Du sollst dich begleiten lassen. Also
treiben lassen. Es geht auch darum, vielleicht auch die Kontrolle ein Stück weit loszulassen. Du weißt, wie du in den Wald hineinrufst, so kommt es zurück, aber es zeigt sich auch noch hier eine Konkurrenzkampf, denn dein Wunschpartner ist nicht allein. Es geht auch darum, also dass er hier unglaublich, vielleicht auch du, dadurch mehr in deinen Verstand gegangen bist und dass du sagst, ja, es muss doch irgendwie mein Leben eine Struktur gewinnen. Und ja, du spiegelst ihm jetzt vielleicht auch ein Stück weit seine Verhaltensweise, ne? Soll man das kleiner machen? Dann siehst du das Herzchen besser. Ja, was hältst du davon? Ja, kleiner. Ja, so ein kleiner, so das Herzchen. Ja, ist besser? Ja, wunderbar. So, und jetzt schauen wir mal so seine Seite an. So, schauen wir seine Seite an, was jetzt gerade bei ihm los ist. Also ich habe das Gefühl, er kommt in diese kosmische Energie, der Urenergie wieder, das ist gut. Aber er sagt, versucht es nicht mit dem Gewalt, Mensch, lass die Liebe sich, Verzeihung, entwickeln und so seinen Lauf nehmen. Aber er sagte auch, du hast ja nur Scheuklappen an, das sagte dir dann vielleicht auch. Ne? Und also, er sagte, ja, schau mal, du bist doch eine tolle Frau, ja. Es kommen schnell Nachrichten auf dich zu, also es wendet sich alles. Und schau mal hier, also hört dieses ganze Machtkampf auf, denn dein Herzensmensch ist erwacht. Oh, der ist erwacht. Es geht auch darum, der russische Roulette. Also das heißt, hat nicht russische Roulette, aber er will ja um Gottes Willen, das nehme ich zurück sofort. Also es geht um Risiko eingehen, also passiert was oder passiert nichts. Ne? Und also ich nehme jetzt auch wirklich wahr hier, dass es um seine Stabilität, um seine Finanzen auch geht. Und es geht auch ein Stück weit auch darum, dass man hier auf jeden Fall ja, diese feste Verbindung mit dir will, möchte. Und es, bis jetzt hat es vielleicht immer on-off gegeben, on-off-Geschichten gegeben. Und es ist sehr, sehr langsam vorwärts gegangen. Aber er erkennt jetzt auch, dass er ein tüchtiger Mann ist und er schwebt in diese alte Energie, in diese Melancholie, in dieses Gefühl und will alles in die Waage bringen. Aber er hat so richtig Lampenfieber. Und er will sich mit dir, im Grunde will er sich mit dir treffen. Er will ja, dass sein Wunsch in Erfüllung geht. Und er kreiert das jetzt, er hat hier die Schöpferhand. Also auf jeden Fall möchte er etwas Neues kreieren, möchte etwas Neues hier irgendwie zulassen. Das nehme ich jetzt hier wahr. Weil ihr seid hier definitiv die Dualseelen, das nehme ich wahr. Also zwei Seelen, eine Einheit und es geht auch ein Stück weit darum, ja, vielleicht möchte er auch mit dir in Urlaub verreisen, also seine Seele baumeln lassen. Ja, und das zeigt sich, er kommt dir ein Stück entgegen, es geht um die Umarmung, freue dich darauf. Wenn du dich gefunden hast, schreib mir gerne in die Kommentare, ich sage danke und bis bald.